Herzlich willkommen zur Weiterfahrung gerade von Thüringen 2.0, Version 2. Wir machen auch nebenbei unsere Mission hier für Feld Nummer 28, Düngen. Ich mache jetzt mal kurz Vorgewende, damit es besser klappt, damit man alleine arbeiten kann. Mit Kursfeldern klappt hier auf dem Feld nicht so richtig. Schade wegen der Form. Müsste mir jetzt aber jetzt nicht mal anfangen mit der neuen Version, weil dann müssen wir mal eigentlich normal düngen, das will ich auch nicht. So verdienen wir hier nun auch wieder nicht, dass wir deswegen normal düngen wollen, ne? Ja, das ist Folge Nummer 6. Letzte Folge für heute für mich, die ich aufnehme. Dann heißt dann bearbeiten und hochladen. Etwas sage ich schon passiert, damit ich Sonntag die nächsten Folgen machen kann. Ja, morgen für die Marsch. Dann habe ich da ein bisschen mehr Zeit. Und bleibt mal halt noch Tori oder wie heißt hier, ne? Sam Dice oder. Ja, aber eigentlich ist das nicht gut. Ich weiß überhaupt nicht gut. Also 7 Tage konnte Lootmond sagen wir so, ne? So, gut Deutsch. Ich habe da zwar ein bisschen an der Zeit gedreht, mit der Zeit hinausgeschoben. Aber mal schauen, ob ich hinkriege, ne? Also. Wenn man ein Spiel komplett das erste Mal spielt, dann macht man im Prinzip vieles verkehrt. Oder alles. Aber ich sag mal so. Mal nur steigerungsfähig, ne? Ich schaue mal nachher auch, ob da noch Updates gibt. Also das ist ja eine Beta-Version. Ja, und das ist die Beta, das ist eine, die wird noch entwickelt, sag mal so. So wie es heute ist, muss es nicht in 10, 2 Jahren nicht sein. Ne? Also kann es komplett anders sein, ne? Ja, und dann mal schauen. Wir legen noch bis zum 2. Januar gibt es Aktionen bei Steam. Für einige Spiele. Ich habe da eins im Blickfeld, das ist Gilde 3. Ich habe die 1 gespielt und die 2. Also mich alleine und so. War an sich die Story hochinteressant. Also vom. Naja, Husten. Leicht. Also die Geschichte ist ganz gut. Wenn man sich als kleiner, als nichts hocharbeiten kann. Und sich ganz groß wählen lassen kann. Obwohl das so mittelalterlich war mit Wählen, ne? Aber das Drumherum ist gut. Also mit Bestechen, mit Mord und Totschlag ungefähr. Also sowas, also das ist schon nicht schlecht. Das wäre eine Geschichte wert. Aber ob ich sie doch noch als Let's Play machen werde, das ist immer noch nicht ganz. Naja. Es muss zeitlich passen. Das sieht zurzeit ziemlich eng aus. Wie gesagt, hier auf der Mars und auf der Touring-Karte will ich im Winter auf 3 Tage zurückgehen. Jahreszeittechnisch. Ja, vielleicht kann man auch auf 7 Folgen wieder zurückgehen. Dann schafft man genauso viel, wenn man 14 Folgen macht und müsste jetzt im Prinzip perfekt sein. So, jetzt. Wir gucken mal auf der Übersichtskarte, ob wir da fast erreicht. Müssen wir Helfer wieder einstellen. So. Gewitter, also Regen ist hier immer extrem, ne? Also ungefähr so. Wir müssen unsere Maisfuzis kümmern. Das sieht gut aus. So, ich habe die erste Meldung gekriegt, durchdrehende Reifen, dass man nichts Gutes.
Ja, da kennen die nichts, ne? Also. Ist da gerade der anaktiv? Ja, wenden ist so eine schwierige Aufgabe für die Kollegen. Ich habe ja hier Fruchtzerstörung ausgemacht, weil ich sehe ja gar nicht ein, wieso ich drunter leiden muss durch Ernteverlust, nur weil er nicht arbeiten will, ne? Im Grunde braucht er nur Nebenfeld fahren, das ist viel einfacher als mittendrin, aber ich weiß auch nicht warum. Obwohl das eigentlich verbrannt, könnte man das aktivieren. Ja, das ist alles richtig. Das ist klar, das ist außerhalb des Feldes. Tatsächlich nicht, da sieht noch nicht ganz durch, aber. Ja. Eigentlich ist Fruchtumfahrung aktiviert. Der zweite fährt ja richtig, also das ist ja, wie soll ich sagen, groß und ganz klappt das ja, ne? Ja, man muss dann denken, das Programm ist kostenlos. Da sollte man nicht zu sehr drauf einreiten. Sag mal, wenn das jetzt das beruflich gemacht worden wäre, also sag mal, wenn das Ding entsprechend was kosten würde, und sie würden sich da hauptberuflich drauf mit beschäftigen, dann wäre das eine ganz andere Hausnummer. So eine Freizeit, sicherlich auch ein Team, aber Junge, Gas, wir wollen doch heute noch was schaffen, ne? Ah, ich muss mal verteilen, sonst wird das hier nichts. Ja, dann ist das halt so, ne? Wenn nicht alles perfekt läuft. Vielleicht ist ja auch vom Grundaufbau des Spiels gar nicht alles möglich, aber man da alles perfekt machen kann. Wir teilen mal ein bisschen, ne? Also können wir nebenbei alles schon ein bisschen verdichten, also ein bisschen verlieren. Und so haben wir in aller Ruhe in der Zeit und wir können nachher in ein, zwei Tagen in-game schon ein bisschen in BGH reinkippen. Weil die Schaufeln verdichten ja nur oder verteilen ja nur, wenn die leer sind. Ne? Sonst ist ja. Ist aber auch nicht realistisch, ist aber so. Denn normalerweise, egal ob voll oder leer ist, das schiebt sowieso, ne? Aber anscheinend ist es auch nicht so vorgesehen, eine Techniker. Ich habe immer gewisse Grenzen, die machbar sind, denke ich mal. So, ein bisschen verteilt, mit dem Radlader, kommt der nächste Fuzzi.
Und wie gesagt, na, das klappt sogar. Oh, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, manchmal ist das ganz verrückt. Also ich weiß nicht warum, aber es klappt nicht immer. Also so ein Sauwetter hier. So, typisch. Die andere Vorgängerkarte war trocken gewesen, überwiegend trocken, und jetzt haut viel Regen. Kann aber an Season liegen, ne? Dass da entsprechend ein bisschen verteilen. Kann er ja besser, beziehungsweise könnte besser klappen vom Prinzip her, aber hier die Walzen sind nicht dolle. Auch Leasing, ne, oder? Ja. Da muss ich noch sehen, dass ich die Dinger verkauft kriege oder abgegeben kriege. Oder muss ich schnell sein? Das ist der Nachteil bei Betone, dass wir einen Haufen machen. Aber wenn die uns abkippen sollten in Länge, dann geht es immer meistens schief. Beziehungsweise geht schief, und dann liegt die eine Hälfte auf der Straße. Und dann habe ich, dann muss ich auch wieder in den Radlader eingreifen und wieder alles reinfahren. Das ist ja auch Blödsinn, ne? Weil wir haben ein langes Silo. Das kommt auf dem Marsch auch zu. Oh, das ist nicht so viel, das ist nur ein Viertel von dem, was wir jetzt haben. Aber wir haben noch ein Feld der Kauf mit Mais, ne? Das kann man auch noch. Ah, das mache ich morgen. Aber wie genau, was das nun genau kommt. Durch Teile reifen, das ist nicht gut. Mal schauen gleich. Oh, je, oh. Sieht nicht gut aus. Probiert's, ne? Aber da müssen wir direkt mal machen, direkt mal
wartet er wirklich auf den. Greifen kurz ein. Weil muss er der jetzt aktiviert dafür. Ist nicht so einfach. Aber im Großen und Ganzen, noch auf Holz, klappt so einigermaßen. Auch wenn nicht perfekt, aber fährt eine Frucht. Mal fährt er richtig außen, dann wird andere Richtung. Oh, wir haben Lohnzahlung. Mal versteckt auch den. Mal haben wir plus 0 oder so, aber jetzt haben wir Lohnzahlung. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen dann versprechen morgen weiter. Dann ist schon Silvester. Hoffe ich, ihr vergesst nicht. Bis gleich. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und einen frohen neues Jahr. Tschüss.